Gott, das weckt Erinnerungen. Ach komm. Wenn ich das jetzt überlege. Allein der Begrüßungs. Also die Intro-Sequenz von Turok 2, Seeds of Evil. Wobei ich habe Turok 2 am PC irgendwo rumliegen. Glaube ich. Also für einen PC. Die CD. Truhe. Yay, Gold, weil wir so wenig haben davon. Ich überlege gerade, ich müsste gleich noch die Cheats auswendig kennen. Turok 2 war so bockschwer damals. Okay, wir waren viel zu jung, aber das war echt so bockschwer. Wie gesagt, ich heiße es nicht gut, dass wir damals das viel zu jung gespielt haben. Aber ich heiße es noch viel weniger gut, dass heute teilweise wesentlich brutalere Spiele von unter Anführungszeichen Minderjährigen gespielt werden. Es gibt natürlich, ich sag's mal so, es gibt immer Leute, die ihrem Alter voraus sind. Blöderweise ist das eine Minderheit. Und das ist was, was mich fasziniert. Der Mensch entwickelt sich doch stetig weiter. Sollte man meinen. Gott, ich komme heute wieder von einem Thema zum anderen. Ist das nicht geil? Bei Livestreams habe ich angefangen. Und, wo war ich gerade? Viel zu viel gegeben. Die Menschheit sollte sich doch weiterentwickeln, die Evolution sollte doch voranschreiten. Nur wenn ich mir dann Dinge ansehe, die hier so passieren im Weltgeschehen, dann habe ich meinen Zweifel daran. Meiner Ansicht nach hat die Menschheit ihren Höhepunkt erreicht, als sie das Internet weltweit quasi vertickt hat und ist jetzt dabei, sich zurückzuentwickeln, zurück zur Natur, zurück zum Ursprung zu gehen, allerdings mit Internet. Um halt überall hin verkabelt zu sein, bin in kurzer Zeit überall verklinkbar zu sein. Hat natürlich Vor- und Nachteile, das Ganze. Und da gibt es ja jetzt auch diese neue Google-Brille. Mit diesem super tollen optischen. Ja, optisch transparenten. Ich bin heute wieder so hell in darüber, Leute. Mit diesem optischen. Wie heißt denn das Display genau jetzt eigentlich? Man sieht da was angezeigt, so wie ein Hologramm auf einer Glasscheibe und sieht da auch durch und keine Ahnung, also auf jeden Fall, man sieht auf einem Auge irgendwie alle Daten, die da... Oh, falsche Taste wieder. Alle Daten, die da irgendwie halt von dem gesammelt werden. Beziehungsweise die man halt abfragen möchte. Was mit Sprachsteuerung etc. funktioniert, ist halt eben diese Google-Brille. Habt ihr sicherlich schon was in den Nachrichten gehört davon. Oder in diversen Magazinen gelesen drüber, keine Ahnung. Und die ist halt jetzt doch relativ stark in Verruf geraten dafür, dass sie den gläsernen Menschen ermöglichen soll. An die Stelle erinnere ich mich noch. Da habe ich bei der Schamanin mal eine Aufnahme beendet. Da dachte ich mir nur, nicht bewegen, bitte nicht bewegen.
Oh, wir sind vorhin einen Talentpunkt aufgestiegen. Yay! Ah, ich hab's überhaupt nicht mitbekommen. Ja, Mjolnirs Hieb ist sicherlich nicht ganz so verkehrt. Wobei Thors Schlag könnte ich endlich auch mal wegleveln und dafür einen Riesenbezwinger holen. Egal, ich level erstmal Mjolnirs Hieb. Und dann schauen wir mal, was die sich hier so erlauben können. Falsche Taste. Ups. Die hier wäre es gewesen. Ja, ich lasse das Schatztruhen jetzt auch schon bewusst stehen. Ich habe keinen Bock mehr darauf, alles abzusuchen, aufs kleinste Detail. Ich fräse noch ein paar Gegner weg. Level 60 ist das Maximum. Wir sind auf 47. Falls wir in den nächsten Level reinschnuppern, in der nächsten Schwierigkeitsgrad, wir haben mindestens 55, nicht verkehrt, denke ich mal. Hüpp, hüpp. Ja gut, Pech gehabt. Und die Google-Brille, da waren wir ja gerade, ist jetzt wie gesagt ein bisschen in Verruf geraten, den gläsernen Menschen viel leichter zu ermöglichen. Und da denke ich mir ganz ehrlich, ja, ist sie. Denn es weiß keiner genau, welche Daten diese Brille später noch erheben kann oder wird. Ach, da schon mal einer an. Oder was die später noch an Updates bzw. Nachfolgemodelle noch an Möglichkeiten haben werden. Und da mache ich mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst um meine Privatsphäre. Vor allem, weil man ja auch nicht weiß, inwieweit dann Bilder von anderen mich dann veröffentlichen. Oder für Datenzwecke hergeben. Datensammlungszwecke. Man soll mit dieser Brille auch Fotos schießen können. Und so nice das auch ist, mit Verlaub, da mache ich nicht mit. Wenn mich jeder, der so eine scheiß Brille aufhat, jederzeit fotografieren kann, dann kannst du überhaupt nicht mehr aus dem Haus gehen. Das sind die Gamer die einzigen, die wirklich nicht von diesem Scheiß unter Anführungszeichen betroffen sind. Weil wer sagt, dass Google nicht mehr irgendwie eine Fernauslöse in der Hand hat und jederzeit auf Aufnahme drücken kann. Und sich die Bilder dann auch noch selbst einheimst und du gar nichts davon mitkriegst. Okay, ist ein krasses Beispiel jetzt, aber hey, das ist ein Riesenkonzern, dem traue ich alles zu. Bin mir sicher, da bin ich nicht der Einzige. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wow, das ist schon der dritte Aufruf heute. Ich bin gut in Form, ja. Generell würde mich mal interessieren, was ihr so aktuell von meinem Kommentierstil haltet. Ich bin ja, seit ich auf Sovi.de bin, immer wieder in der Versuchung, mal wieder reinzuschreiben, hey Leute, ich habe da damals zum Kommentieren aufgerufen, da könnt ihr mir die Meinung geigen oder sonstiges oder keine Ahnung. Kam relativ wenig damals, war mir damals auch relativ egal, ist es auch heute noch, ganz ehrlich. Aber ich würde ganz gerne wissen, hat sich mein Stil seitdem verbessert, weil das war ja damals der große Kritikpunkt, dass Spiele teilweise zu laut sind, beziehungsweise mein Kommentierstil etwas zu abartig oder undeutlich, dass ich da relativ viel genuschelt habe damals und verdammt viele Ams, Öms, Üms drin hatte, aber das habe ich euch ja schon gesagt, das ist meiner Meinung nach, das sind meiner Meinung nach die drei wichtigsten Silben in der deutschen Sprache und von daher, ja. G-
Gut. Also nochmal ein Aufruf, schreibt es mal in die Kommentare, hat sich mein Kommentierstil verbessert seitdem oder nicht. Wer das noch nachholen möchte, das muss ich im nächsten Update auch wieder erwähnen, sonst weiß das bitte hinterher keiner. Kann mich auf sovi.de unterstützen, indem man eine positive Bewertung abgibt. Wobei ich da, glaube ich, momentan einer der bestbewertetsten bin. Kann ich mir zwar nichts davon kaufen, bringt mir auch nicht wirklich was, aber ist schön zu wissen. Natürlich bin ich auch noch immer im Sturmsteig-LP-Netzwerk, das ist nicht versumpft irgendwie oder so. Dann mache ich in letzter Zeit herzlich wenig fürs Netzwerk, weil es mir persönlich auch ein bisschen um gegen den Zeiger geht. Aber vor allem die erste Zeit, wo ich arbeitslos war, hatte ich mich mit verdammt vielen Ämtern rumschlagen müssen. Und ja, das hat sich jetzt alles wieder gelegt. Eigentlich schon ein paar Wochen. Und ich muss jetzt zusehen, dass ich auch wieder ein bisschen was fürs Netzwerk mache. Ich habe mir sogar überlegt, ein Projekt Netzwerk-exklusiv zu machen, was ja eigentlich auch ganz nice wäre. Nur erstens mal was und zweitens wann denn eigentlich? Also die Zuschauer hier, die was direkt von mir sehen wollen, die machen das sowieso. Und ich mache es halt jetzt momentan so, dass ich auf Sturmstärke bereits fertige Videos von mir verlinke mit der Playlist des ganzen Spiels. Wo dann jeder reinstoppern kann, da haben dann alle was davon und ist besser. Natürlich muss ich auf lange Sicht auch ein eigenes Netzwerkprojekt machen, aber das ist dann was ich zwischendurch aufnehmen werde. Immer wieder, wenn ich Zeit und Bock drauf habe. Und wenn es dann fertig ist, oder fast fertig ist, oder zumindest zur Hälfte fertig ist, werde ich dann André, dem Chef von Sturmstärke, Bescheid geben, dass er das dann hochladen kann. Ja, also, wie gesagt, wenn, dann wird er auf Sturmstärke sowieso wieder irgendein Action-Adventure oder so landen. Vielleicht werde ich sogar Viking extra dafür holen. Das hat Doc Ratti auch Let's Played. Das ist ein sehr interessanter Darksiders 1 Klon. Also wieder eine Mischung aus Zelda und Devil May Cry. Wobei weniger Devil May Cry und mehr Zelda und ein bisschen mehr Blutiges und so. Und ach du Schande, alles so rot. Und das habe ich mir beim Doc halt auch angesehen und muss sagen, ja, ist ganz nett. Könnte ich mir unter Umständen auch für ein Netzwerk-LP vorstellen. Aber wie gesagt, das ist alles jetzt noch auf Abstand und nur mal eine grobe Überlegung. Ihr wisst ja, ich mache generell nichts, ohne das vorher irgendwann mal laut angekündigt zu haben, und sei es nur ein Loki. Weil ich mir dann auch denke, ja, da kommt halt dann das meiste Feedback zurück. Wenn ich jetzt überlege, ich habe beim Update nachgefragt, beim letzten, das ist auch schon ein paar Tage her ist, wie sieht's aus? Wollt ihr eine Buchserie oder mehrere im nächsten Talkabout haben? Und darauf bezogene Antworten habe ich seitdem gekriegt. Will wer raten? Noch habt ihr die Chance? Was glaubt ihr? Hm? Ja, genau, keine. Ich habe viele Kommentare aufs Update bekommen bezüglich der anderen Themen. Aber da hatte sich irgendwie keiner ein Bild dazu machen können anscheinend. Deswegen wird jetzt da nur die Templarin kommen, so wie es geplant war. Und wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Zeit, weil der Feedback-Bereich vom ersten Talkabout so verdammt groß ist.
Oh Gott, wenn die Folge kommt, ist wahrscheinlich schon das zweite Talkabout draußen. Hoffe ich zumindest. Wahrscheinlich werde ich es nicht schaffen, aber ich hoffe es zumindest.